falls du zufällig am Hafen bist. Ach so, wegen deinem Boot. Also hier ist nichts gemeldet worden. Aber ich warte noch auf einen Anruf vom Hafenamt in Palma. Vielleicht wissen die ja was. Langsam glaube ich nicht mehr dran. Er ist so eine Art guter Geist. Na, dann pass mal auf, dass er sich nicht als so eine Art schlimmer Finger entpuppt. Was soll das denn? Hast du was gegen Tim? Oh nein, nicht mit meinem Buddha. Nein, nicht! Nicht! Ah! Wie ich aussehe. Ist es komisch? Ist es komisch, ja? Das geht schon wieder raus. Ich zahle auch die Rechnung. Verdammt, es geht nicht ums Geld. Sorry. Soll ich vielleicht einen Lappen, ich meine... Lappen? 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 Glaubst du, mit dem Lappen kriege ich das raus? Was ist das überhaupt für eine Scheiße? Ich glaube, wir machen uns jetzt mal vom Acker. Bevor du wieder rausgehst. Ich glaube, im Spiegel bin ich schlecht. Endlich mit dir allein zu sein. Dann ist das im Restaurant nicht okay, oder? Doch, schon. Aber das hier ist doch irgendwie was ganz anderes, oder? Hm. Entschuldige, aber so schnell kann ich das einfach nicht. Du musst dich nicht entschuldigen. Weißt du, es ist nur so, dass ich in letzter Zeit mit den Männern einfach kein Glück hatte und dass ich... Und jetzt hast du Angst, dass dir wieder einer wehtut? Ja, ich könnte eine weitere Enttäuschung einfach nicht mehr tragen. Ich würde nie etwas tun, was dich verletzen könnte, weißt du? Das glaube ich sehr. Es ist einfach so verdammt schwer, über seinen eigenen Schatten zu springen. Tolle Idee. Wie kommst du auf diesen Schwachsinn? Ha? Du hast doch selber gesagt, dass ich Carina bei dem Referat helfen soll. Helfen! Aber nicht diesen Hokuspokus veranstalten und meine Bude versauen. Hey Jan, ich kann dir das erklären. Erklärungen interessieren mich nicht. Lass uns Klartext reden. Worüber? Über unsere Wohnsituation. Hey Mann, du willst mich ja jetzt hier wohl nicht rausschmeißen, oder? Ja, so geht das nicht weiter. Jan, ich finde das echt nicht okay. Wir waren alle hier an dem ganzen Chaos beteiligt. Du kannst genauso gut mich rauswerfen. Hey, Carina, lass mal. Das ist nett gemeint von dir, aber... Das ist eine Sache, die kläre ich mit Ben ab, ja? Na klar, du machst es dir wieder einfach. Ben als Sündenbock, na toll. Mach doch, was ihr wollt. Dann mach doch, was ihr wollt. Prima. Ich bin so gespannt, wie das Boot von meinem Opa jetzt aussieht. So ein altes Segelboot ist echt ein Traum. Willst du es mal sehen? Na, wenn wir es dann gefunden haben, klar. Nee, ich meine jetzt. Was? Ja. Ich habe natürlich Fotos. Ja. Das ist das Boot. Das ist mein Opa. Wow, ist das schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich damals war. Ich glaube 10 oder so, als ich das letzte Mal mit ihm zum Segeln raus bin. Jo. Richtig aus, alles klar. Danke. Hey. Sieht so aus, als hätten wir Glück. Die Hafenmeisterei ruft gleich nochmal an.
Aber die sind sich ziemlich sicher, dass sie dein Boot gefunden haben. Das wäre ja super. Oh, hallo, komm rein. Hola. Stör ich? Nein, nein, ein bisschen Abwechslung kann ja nicht schaden. Für dich. Danke. Viel von dir. Geht es dir eigentlich wieder besser? Ja. Ganz okay. Es ist schön, dass du mich besuchst. Willst du was trinken? Einen Kaffee? Danke, gerne, ja. Ist irgendwas? Ja, ich wollte dich nur was fragen. Schieß los. Es ist wegen Tim. Ja, es muss schön sein, wenn man jemanden hat, der für einen da ist, mit dem man reden kann. Ohne Tims Freundschaft wäre alles noch viel schwerer. Eure Freundschaft? Ja, wie ist denn das eigentlich zwischen euch? Ist da... Ich meine, seid ihr nur befreundet oder ist da mehr? Ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also, Tim ist ein guter Freund von mir. Ein Mensch, der mir sehr nah ist, aber... Wir sind kein Liebespaar mehr, das ist vorbei. Ja, super, vielen Dank. Damit haben sie uns sehr geholfen. Alles klar. Tschüss. Ja, und? Da sagt noch mal einer was gegen die spanischen Behörden. Einblick in die Unterlagen. Und? Na, mach's nicht so spannend. Sie haben dein Boot gefunden. Nein, wirklich? Ja. Es liegt im Hafen von Arenal. Wow, das ist ja super. Marc, Marc, du bist ein Genie. Hast du es gehört? Und wie weit ist es weg von hier? Mit dem Auto eine halbe Stunde. Kannst du mir dann's leihen? Ich muss da sofort hin. Ich würde auch ganz gerne mitkommen. Jetzt bin ich selber total gespannt auf den Kahn. Ja, umso besser. Allein brauche ich bestimmt eine Ewigkeit, um es zu finden. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich würde so gerne mitkommen. Ja, und wo ist das Problem? Ich habe einen Zahnarzttermin. Oh.